Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zur Formel 1. Heute mit dem großen Preis von Ungarn. Und erneut ist es hier verregnet. Ein Rennen, das ich tatsächlich lieber im Trockenen bestreiten würde. Vor allem, da wir jetzt schon ein paar Regenrennen in Folge hatten. Bereits in Silverstone und auch in Spielberg hat es geregnet. Aber hier entsprechend auch im Regen sind wir unterwegs und das könnte uns vielleicht sogar helfen, die Lücke zu Bottas weiter zu schließen. 7 Punkte Rückstand haben wir im Moment zum Finnen im Mercedes und in Sachen KWM, da haben wir aber zuletzt die Führung übernommen. 26 Punkte Vorsprung zu Mercedes durch eine starke Pace von Grosjean ist das eben möglich und natürlich auch dadurch, dass unser Fahrzeug extrem gut unterwegs ist. Mercedes hat hier ein weiteres Stückchen weiterentwickelt, nichtsdestotrotz sind wir da immer noch so ein Quäntchen weiter vorne. Allerdings nicht im Qualifying, da hat Lewis Hamilton nämlich die Pole Position geholt. Wieder erstarkt ist er nun aufgetreten vor Valtteri Bottas. Sergio Perez dann überraschender Dritter. Ich bin dann auf der 4 vor Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly und Sebastian Vettel. Grosjean mit einem schwachen Qualifying auf der 9 vor Albon, Ocon und Aitken. Lance Stroll dann vor Lando Norris, Carlos Sainz und Charles Leclerc in Williams. Danny Kwiat dann vor Magnussen, Russell, Raikkonen, Giovinazzi und Latifi. Und heute gibt es nicht so super viele Strategieabwandlungen. Vielleicht wird es trocken genug für Intermediates. Aber ansonsten gilt, dass wir mit Heavyweights durchfahren. Und damit, ihr Lieben, viel Spaß beim großen Preis von Ungarn. Okay, guter Start schon mal. Vor Ricciardo geblieben. Und Perez jagt gerade Hamilton. Ich war die ganze Zeit auf Overtake, oder wie? Habe ich gar nicht gemerkt. Das Auto übersteuert gerne mal. Vielleicht habe ich auch hier nicht ganz die perfekte Abstimmung, aber trotzdem, wir kommen ganz gut voran. Ist auf jeden Fall nicht so wie in Silverstone, wo die 110er KI viel zu stark war.
stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. Okay, auf geht's. Ich glaube, ich schließe die Lücke mittlerweile ganz gut. Persönliche Bestzeiten sind natürlich auch immer super. Und jetzt auch noch Windschatten dazu. Aber auch Dirty Air, das ist beim Kurvenausgang immer ein bisschen unangenehm. Podium wäre natürlich super. Okay, hier außen hat man doch nicht so viel Grip. Da geht nur sehr wenig. Boah, das ist halt so viel schneller als Hamilton vor allem. Das ist der Wahnsinn. Overtake. 1,7 Sekunden zu Hamilton, 1,6. Ja, was den Motor angeht, habe ich tatsächlich nicht so große Nachteile. Es ist lediglich die Elektronik. Das heißt, der Abrieb ist schon mal deutlich erhöht vom Motor, aber Leistungsverlust dürfte eigentlich nicht vorliegen.
is moving to mix 2, fuel to mix 2. Auf geht's, ran an Hamilton. Bisschen verbremst. Komm schon, Lewis. Lass mich näher ran. I definitely think we need to stay on this tire a bit longer, but there's no question that the track is drying. We might be in a position to change soon. Okay. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Da wäre ich automatisch an Hamilton vorbei. Eieieiei. Okay, kein DRS, das ist hier nicht so schlimm. Wollte mich für einen Moment schon aufregen, aber passt schon. Thank you.
Ich komme hier einfach nicht vorbei. Mann, Lewis. Schon ohne 11. Okay, Lewis zu knacken wird echt schwer. Bottas zu holen fast unmöglich. Auch wenn ich hier, glaube ich, der schnellste im Feld bin. Sauber, das kann es sein. Let's use overtake and burn some of this energy. We'll be right back.
there's 5 laps of fuel remaining. If you continue to cut corners, the stewards will give you a penalty. Okay, let's go. Jetzt aber. Schön. Komme ich auch viel besser um die Schikane rum. Ich glaube, die habe ich rundenlang nicht richtig gekriegt. Circuit's definitely looking better than it was a few minutes ago. If we could just move a bit more of that standing water, we might be able to get onto the intermediates. Fällt mir nicht, weil die Heavy-Wet-Bedingungen haben. Warum ist er jetzt schneller? Oh. Caution.
Sass is ahead of you. Gap to current front is 1.9 seconds. They're on old wets. Their tyres are 16 laps old. The time last lap was a 1:30.3. You're closing by 4 tenths per lap. Komm her, Bottas. Sei nicht so schnell.110er KI, traumhaftes Rennen, aber leider nicht der Sieger, aber trotzdem saustarkes Rennen. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you. Driver of the Day auch noch, Alter, voll verdient. Oh. Mercedes have pulled off a great victory here today. Schade, dass wir Bottas nicht gekriegt haben, aber Anthony, starkes Rennen. I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tires at all times. Das war ein schönes Rennen. I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the... Ja, also gucken wir mal ganz kurz. Standings. Standings Ovations. Also, wir haben kontinuierlich zu Bottas aufgeholt, heute erstmals Punkte verloren. 13 Punkte Rückstand haben wir jetzt. Ja, während Romain Grosjean bei 95 Punkten Rückstand hinkt. Der Kollege hat leider heute nicht so viele Punkte geholt, kein so ordentliches Qualifying. Hingegen hat Lewis Hamilton sich weiter aus seinem Tief hervorkämpfen können und immerhin hat er jetzt 105 Punkte, trotzdem nicht mal die Hälfte der Punkte von Valtteri Bottas. Das ist eine ziemlich bittere Klatsche und jo.
Warte mal, Mercedes hat 40 Punkte geholt. Wir haben 23 geholt. Das ist halt voll verbuggt. Mercedes hat 17 Punkte gut gemacht. Naja, wir sind vor Mercedes immer noch. Ja, kann man trotzdem mal drüber sich freuen und das feiern. Schöne Sache, Alter. Boah, das war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe alles gegeben. Und jo, außer in Silverstone kann ich überall mit der 110er Regen-KI mithalten, behaupte ich jetzt mal. Wäre aber auch mal schön, auch mal ein, zwei trockene Rennen zu haben. Bitte spiel, bitte, 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 bitte. Ich mag Regen, aber ich mag nie, Mr. Gray, ich mag nie. Jetzt können wir mal ein bisschen weniger Regen haben. Aber Halleluja, ey, das ist eine gute Zeit. Also am Ende habe ich nochmal richtig, richtig, richtig gepusht. Und Bottas leider auch. Aber weniger als eine halbe Sekunde. Ich sag mal zwei Runden oder so und das hat auf jeden Fall geklappt. Und ich sag mal so, bald kommt das Guide-Video zum Thema Traktionskontrolle. Habe ich schon fertig aufgenommen. Und da werde ich euch diesen, in Anführungszeichen, Trick verraten, den ich anwende, der mir zumindest vor allem auch bei Regenfahrt hilft. Und könnt ihr euch auch mal dann anschauen, den Guide. Habe ich auch heute sehr, sehr viel angewandt. Geht um den ERS-Einsatz und ja... Das hat gut funktioniert. Wir sehen uns sofort bei Claire wieder. Und jetzt holen wir uns unser Lob ab von Claire. Och nö. Sie überrascht immer wieder aufs Neue. Diesmal, indem sie gar nicht mit uns reden will. Ah, und wir haben nur 23 Punkte erzielt. Ja, ärgerlich. Ja gut, bei mir die 18 Punkte hätten auf jeden Fall... Oder ich habe auf jeden Fall mehr als die Hälfte erlangt der Punkte. Ich habe auch... gesehen, dass ich so einen leicht beschädigten Frontflügel hatte hier, aber oder eine Nase, da die hat halt gerne mal so ein Loch vorne drin, wenn man hier unterwegs ist. Aber ich verstehe eine Sache nicht. Warum? Warum habe ich jetzt 45.000 Schaden bekommen? Weil meine Frontflügel blieben alle heile, vor allem auch im Qualifying. Und Training fahre ich nicht. This week's income from the sponsors is cleared and we're making good profit against our running costs. Ja, sehr gut. Ja, also wenn die Formel 1 so einfach wäre, wie hier präsentiert, dann wäre das natürlich extrem easy. Also, das wäre wirklich sehr, sehr einfach, wenn man so viel Geld verdienen würde, wenn es so schnell mit der Entwicklung geht. Übrigens, weil ich das auch schon wieder in den Kommentaren gelesen habe, ja, ich finde es auch nicht so super dolle, dass ich jetzt in der zweiten Saison direkt das absolute Top-Team bin. Aber was willst du machen? Das ist halt die Frage, ne? Ist halt so und ich selbst muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht worden von der starken Entwicklung unseres Teams. Ich meine, man sieht's, wir waren am Anfang der Saison auf Platz 5. Dann waren wir plötzlich in China auf Platz... Ja gut, wir waren eine lange Zeit dann auf Platz 4. In China waren wir plötzlich auf Platz 2 und gleich ein Rennen darauf waren wir in den Niederlanden ja schon auf Platz 1. Das ist verrückt. Und ich habe mal so ein bisschen das, zumindest bei Arava und Tiamat Marduk gecheckt. Tatsächlich bin ich von zumindest den dreien, also inklusive mir, der Erste, der hier das Auto als das Stärkste hingestellt hat. Also entweder haben bei mir die anderen Teams richtig viel Blödsinn gemacht, oder ich bin zumindest, was den Management-Aspekt angeht, nicht so von schlechten Eltern hier. Ja, da hat sich das Vivi-Studium doch gelohnt. ja, bei Customization habe ich wieder irgendwas Random-mäßiges wahrscheinlich frei. Wir können mal gucken, was wir bei den Facilities alles haben. 6 Millionen können wir aufgeben. Entweder um die Pace oder die Experience schneller wachsen zu lassen. Wir machen mal Pace. Insgesamt muss ich sagen, ja, ich finde auch irgendwo der Management-Aspekt, der kommt ein bisschen zu kurz, aber ja, ich möchte kurz an der Stelle anmerken, die Kritik ist zumindest bei mir angekommen. Ich werde das Fahrzeug auch nicht weiterentwickeln. Ihr seht, ich habe über 7000 Ressourcenpunkte, sonst wären Grosjean und ich ja, eine Minute schneller pro Rennen wahrscheinlich als alle anderen, trotz 25% Rennen. Und insofern, ja, weitere Kritik gerne an Codemasters richten, weil bei mir bringt es halt nichts, das zu kritisieren. Ne? Ich entwickle schon nicht weiter und ich werde mal gucken, dass wir in der dritten Saison. Und das klingt jetzt natürlich irgendwo doof, ne, sich selbst einzuschränken. Aber ich finde es trotzdem gut, das zu tun, weil zweite Saison. Und ich hätte, also,
jetzt mal grob hochgerechnet, ne? Ich könnte das Upgrade noch durchbringen für 675, dann hätte ich noch 6400, könnte ich das machen, hätte ich noch 5000, hätte ich das noch, dann hätte ich 3600, die werden immer teurer, das betrachte ich natürlich auch, 3600 hätten wir dann noch, das hier könnte ich machen, dann hätten wir immer noch 2800 ungefähr, das könnte ich machen, dann hätten wir noch 1900 und dann würde ich das Upgrade noch machen. Und dann hätten wir immer noch ein paar Ressourcenpunkte übrig. Also bis zum nächsten Rennen könnt ihr sogar noch das dann machen. Und ihr seht, ich wäre in dem Bereich allein schon mit dem und dem Upgrade meilenweit allen voraus. Ich wäre hier meilenweit allen voraus, wenn ich allein das Upgrade fertigstelle. Dann noch das und das dazu. Das und das. Und dann halt nochmal ein Motoren-Upgrade, wobei ich ohnehin schon beim Motor ganz vorne bin. Also ich lasse es und ich werde in der dritten Season versuchen, mit dem stärksten Auto einzusteigen und im Laufe der Saison werde ich mal gucken, dass ich relativ wenig weiterentwickle. Ich werde es versuchen, ein bisschen realistisch zu timen, sodass wir Upgrades vor allem zu Spanien und ja, ich glaube, noch ein Hotspot ist auf jeden Fall Belgien, dass wir da Upgrades haben und das werden so die zwei Punkte sein, wo ich mit großen Upgrades planen werde. Und ansonsten probiere ich dann so ein bisschen mal eine leicht umgekehrte Saison zu haben, einen umgekehrten Saisonverlauf. Weil sonst ist man immer hinterher und entwickelt sich nach vorn. Und dann haben wir mal das stärkste Auto und dann entwickeln wir uns ein bisschen zurück. Das finde ich zumindest mal spannend, ist eine interessante Abwechslung. Ist dann ein bisschen künstlich, ja. Aber nichtsdestotrotz. Our new parts have been completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. So eine richtige Alternative gibt's nicht. Und das Ding ist, ob jetzt künstlich oder nicht, ist glaube ich auch vollkommen Latte. Hauptsache, es macht Spaß. Und ich muss sagen, ich habe Spaß. So, nächstes Durability Upgrade. Sehr schön. Und weiter geht's zum Presseinterview gleich. Haha. Will Buxton. Fragt mich wahrscheinlich, ob ich an den WM-Titel glaube. Well, it's great to be back at your headquarters and I've got to say, an awful lot's changed since we were last here. Let's dive in with some questions. Jawohl, was gibt's? Your car's been able to challenge the very top teams. Is it safe to say you've surprised everyone? Hui. A few people believed in us. Ja. Kurz mal gemutet, weil ich genießt habe, deswegen. Sponsors seem to be climbing over one another to get their name onto your car. What do you plan on investing that extra money into? Ja, wir wollen unsere Durability verbessern, das ist ja die Wahrheit. Your second driver looks to have been really busy recently. It's always good to see that level of dedication, isn't it? It's been fantastic. They're really working their hardest. Also, der gibt sein Bestes. Ja, also Grosjean, ich baller ja überall. Grosjean has surprised many throughout his career. Do you think your team can get him some much-needed podiums? Hat er schon. Die Antwort ist Unsinn und die, gut, ist eine Standardantwort. Wir wollen ihn auf dem Podium sehen, auch wenn er schon da ist. Ja, solange er sich bemüht, wird er unterstützt. Was aber leider nicht stimmt, weil nach der Saison holen wir uns Charles Leclerc. Charles Leclerc holen wir uns dann. Eine Sache würde mich interessieren. Vielleicht hat das irgendjemand von euch schon mal getestet. Falls ja, bitte sagen bezüglich der Hamilton-Bottas-Thematik. Habt ihr schon mal getestet, Hamilton und Bottas als Teamkollegen zu holen? Und falls ja, wer von den beiden war bei euch dann schneller? Weil so ist es ja tatsächlich so, dass der eine den anderen komplett bügelt. Und zwar derjenige mit dem wenigeren, derjenige, der weniger Punkte hat. So. Boah. Mit den wenigeren Punkten. Das ist so eine dumme Formulierung. Ja, wie ist es bei euch? Sagt's mir gerne mal. Ansonsten springen wir noch zum Belg. Nein! Ich habe jetzt schon Start gedrückt. Egal. Ich wollte eigentlich noch ein paar Activities machen, aber das war auch schon zu spät. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo raushauen für alle Neuen auf dem Kanal und ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein schönes Rennen haben wir, glaube ich, heute gesehen.
Und das könnte auch sehr, sehr gerne appreciated werden. Und beim nächsten Mal, dann geht's nach Spa-Francorchamps. Haut rein.